Der Wopperplopper ist für mich der Topwaterköder schlechthin für Schwarzbarsche. Ursprünglich gab es ihn in drei Größen, neuerdings gibt es eine Version mit 110 mm Länge. Mit dem kleinen Plopper angelt meine Tochter. Er lässt sich kinderleicht werfen und führen und fängt die meisten Fische. Wenn auch nicht die größten. Ich fische in der Regel das 130er Modell, mit dem ich die Mehrzahl meiner Ü50 Barsche gefangen habe. Ui! Siehst du, ich hab's gewusst. Boah! Nicht näher kommen. Hier kann man leicht versinken, ja? Ui! Wow! Soll ich denn haben? Mein Barsch! Ja. Doch wirklich selektives Fischen ist mit diesem mittleren Modell auch nicht möglich. Zu oft hängen daran kleine Barsche, die ich nicht haken und verletzen möchte. Der 190er Plopper ist mit fast 80 Gramm einfach zu schwer, um ihn an einer leichten bis mittleren Spinnausrüstung zu fischen. Ich hätte gerne eine Variante dazwischen. Da es keine gibt, druckte ich mir diesen Köder. Im Internet fand ich tatsächlich einige nachkonstruierte 3D-Vorlagen. Diese Dateien musste ich lediglich für meine Druckereinstellungen und das verwendete Material modifizieren. Der Designer dieses Köders hatte sich bei den Details viel mehr Mühe gegeben als der Originalhersteller. Jetzt noch das Entscheidende, den Propeller bzw. den Plopperschwanz drucken. Der Konstrukteur hatte auch an die Möglichkeit eines durchgehenden Drahtsystems gedacht. Auch das ein Plus gegenüber dem Originalköder. Für die Innereien verwendete ich 1,4 mm starke alte Tattoo-Nadeln, ein Bleigewicht sowie zwei Stahlkugeln. Praktischerweise kann man mit Aceton den gedruckten ABS-Kunststoff anlösen und verkleben. Meine Tochter war auch schon sehr gespannt, ob der selbstgebastelte Wopperplopper denn auch funktionieren würde. Nach dem Zusammenbau veredelte ich die Oberfläche des Kunststoffköders noch in Acetondämpfen. Detailliert bemalen wollte ich ihn noch nicht, da ich mich erstmal von seinen Eigenschaften am Wasser überzeugen wollte. Als Testgutachter kam ein treuer Kater mit, der ein wenig skeptisch war. Die eingebauten Stahlkugeln rasselten aber recht attraktiv. Doch im Wasser enttäuschte der Eigenbauplopper. Von seinem Markenzeichen nichts zu hören und zu sehen. Es lag offensichtlich an der Propellerschaufel. Im Vergleich zum Original viel zu klein, eine eigenartige Form und so ein weiches silikonartiges Material lässt sich auch nicht drucken. So leicht wollte ich allerdings nicht aufgeben, untersuchte und fand ich im Internet eine andere Schaufel, die ich druckte. Ich tauschte also einfach den Propeller des gedruckten Köders aus und siehe da, er passte harmonisch in die Reihe der Originalköder. Hier nochmal die beiden Propellerschaufeltypen, die ich druckte, zum Vergleich. Den bereits montierten Propeller habe ich übrigens aus selbstleuchtendem Kunststoff gedruckt. Ein zusätzlicher Reiz neben den Rasselkugeln, insbesondere bei trübem Wasser und in der Dämmerung. Um mir eine erneute Pleite zu ersparen, testete ich den Köder aber zunächst bei Sonnenschein. Die Generalprobe funktionierte einwandfrei. Abends ging es dann mit meiner Tochter auf Großbarschjagd. Mund auf, Mund auf. Warum sieht das so schwarz aus? Der Eigenbauplopper ist übrigens 150 mm lang und 42 Gramm schwer. Super, ne? Der erste Fisch auf den selbstgebastelten Köder und dann gleich ein Ü50er. Was für ein Einstieg.